Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier noch in der Kanalisation unterwegs mit Claire. Und ja, wir haben Annette getroffen. Sie hatte den Absturz überlebt, den Ada ihr da zugefügt hat, aber sie war bewusstlos. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier noch unterwegs und hatten diese beiden Medaillons eingerichtet, beziehungsweise da eingesetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir hier in diese eklige Tür rein. Ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ja. Diese Musik wieder. Gott. Diese scheiß Mucke wieder hier. Diese Drecksmucke hier wieder. Ja. Wo ist eigentlich die Sherry, Freunde? Das ist auch, glaube ich, das, was dieser sinnlose Bereich, der da war. Ne, beim letzten Mal, wo wir da einfach unter der Dusche standen im Prinzip. Das ist, glaube ich, der Bereich, wo Sherry rausgekommen ist. Ich glaube, das wollten die uns damit sagen. Oh, diese Musik hier, ey, die ist immer wieder schlimm. Ach, ey, richtig, richtig schlimm. Ja, okay. Wo ist denn Sherry? Sag mal, war die nicht hier irgendwo? Hier war doch die... Hä? Die Bahn ist weg. Ach ja, weil Leon schon vorgefahren ist. Deswegen. Ah, verstehe. Oh, dieser Soundtrack hier, ey. Zu übertrieben. So, Claire, hol die Bahn. Mann, Mann, Mann. Da kommt sie schon. Das ging ja schnell. Sehr schön, Freunde. So. So, Claire. Wo ist denn Sherry? Nehmen wir Sherry nicht mit. Oh, oh Gott. Erschreck mich nicht so, Kleine. Sherry, you're okay. Sherry, did your mom give you something called G-Virus? Either a vial or a test tube? G-Virus? I've never heard of anything like that before. Are you absolutely sure? If you give it to me, I'll hold on to it for safekeeping. But I really don't have anything. It's the truth. But why would her mom say something like that? Ach krass. Freunde, da ist also Sherry. Und sie behauptet, dass sie den G-Virus nicht hat. Okay. Oh, zum Glück ist diese blöde Gruselmucke weg, ey. Echt. Gut, Sherry. Ich denke, wir müssen Bahn fahren. Tatsächlich. Und ja, das ist dann komisch, ne? Wenn Sherry das Zeug gar nicht hat. Ach, und hier kommt gar nichts. Ja, das ist ja natürlich auch dann schon mal geil, ne? Ich hab das Feuerzeug nicht dabei. Ach, verdammt. Kommen wir hier nochmal rein? Hier kommen wir tatsächlich nochmal rein. Fährt sie dann automatisch zurück? Oder... Oh Gott. Nein! 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 Ich will hier raus. Ah, verdammt. Sie fährt dann wieder zurück. Okay. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich hier drinnen irgendeine Kiste oder so finde. Aber nee, da war bei Leon ja auch nichts. Okay. Alles klar, aber diese Mucke ist mir, wie gesagt, lieber als die da oben. So, aber wir können ja... Genau, wir haben ja hier einen Schlüssel einfach. Waffenschrankschlüssel. Genau. Dann sind wir eigentlich voll. Ja, dann sind wir voll.
Das hier hinten ist ja wieder die, die Leuchtrakete. Genau, ich brauche etwas, um sie zu zünden. Das ist für Leons Feuer. Ach, guck mal, wie süß die guckt, die Kleine. Wie süß die Kleine uns anhimmelt hier. Hey, begrapscht die nicht. Sie begrapscht hier, okay. Na gut, Freunde. Gut. Ich glaube, ihr wisst, was uns jetzt erwartet. Hier nämlich die Fabrik, Freunde. Ganz genau, wir sind auf dem Weg zur Umbrella. Und hier sind wieder Zombies. Das heißt, wir können hier tatsächlich... Genau. Wir können hier unsere Armbrust benutzen. Oh Gott, Sherry, bleib mal bitte hier, ja? Warum zweimal? Sherry, bleib mal bitte hier. So, okay, danke. Da kommt schon der Nächste. Guck, mach mal am besten die Augen zu, Sherry. Das solltest du eigentlich gar nicht sehen, sowas. Der ist aber tot. Das ist... Ah! Ach Gott, das war ja gemein hier. Was war das denn? Der ist aber auch schon kaputt. Was war das Ding gerade? Ach, nee, der ist nicht kaputt. Okay. So, jetzt ist er kaputt, ne? Puh, okay. Okay, was haben wir jetzt da für ein Item? Hat er hier überhaupt was? Ja, hat er. Was ist das denn für ein Teil? Boom. Das sieht ziemlich heftig aus. gut, das heißt, das müssen wir gleich mitnehmen. Was hat er denn da gehabt? Der ist aber tot, ne? Ist der tot? Er ist tot, okay, wunderbar. Sherry, komm bitte mit. Ich kann Sherry nicht allein lassen. Ja, das stimmt, aber kommst du bitte mit? Was ist denn los? Warum sitzt du dich da hin? Hier bin ich doch. So, Sherry, komm. Ah, wir dürfen nicht vor ihr weglaufen. Das ist sowas ähnliches wie bei Parasite Eve 2 mit der kleinen Eve. Da durften wir auch nie auf Abstand gehen. Ach du Scheiße. Da sind noch einige an Zombies, ja. Ah, ich sehe nichts. Da, drei Stück. Ja. Und zack. Ach du Scheiße, ist noch einer. Ja. Wunderbar. Da kommt noch einer angetüppelt. Sind die schon kaputt? Die sind schon kaputt, beide. Hey, cool. Also, werden wir die Armbrustbolzen los. Ja, Sherry, hi. So, was haben wir hier? Da ist schon die Leiter. Wartet mal, Freunde. Ja, das Gebiet kennen wir natürlich noch von Leon, ne? So ein bisschen. Ah, das sind Kräuter. Kann ich allerdings jetzt auch nicht mitnehmen. Ja, gut. Komm, Sherry, komm. Ich bin hier vorne. dann müssen wir halt erstmal hier Leiter hochklettern. Und dann am besten mal hier die ganzen Sachen ablegen. Weil da bin ich echt mal gespannt, was wir da haben für eine Waffe. Oh, Cutscene. Sherry, wait here. I'm going to check it out by myself. Okay, I'll wait here, but hurry back. Das ist eine gute Idee, Claire. Lass die Sherry bitte erstmal hier warten. Oh, was? Ich hab da noch was gesehen, was da schon wieder rumliegt, ey. Boah, ist das übertrieben mit der Muni grad. Alter Falter. Ja, okay. Waffenschrankschlüssel, der kann eigentlich auch erstmal raus. Die Armbrust kann auch... Die Armbrust kann auch erstmal raus, weil ich glaube nicht, dass wir hier noch auf Zombies stoßen werden. Farbbänder können auch raus. Wir können eigentlich komplett so rumlaufen, oder? Lass uns erstmal die Items suchen.
Warum habe ich keine Waffe? Rüste die aus. Ja, weil ich sie auch, weil ich sie abgelegt habe. Deswegen. Kletter noch mal runter, Claire. Wir müssen uns noch die Items da mitnehmen. So. Genau, jetzt sind wir wieder auf uns alleine gestellt. Aber ich möchte gerne erstmal diese krasse Waffe. Was ist das? Das sah ziemlich heftig aus, gerade eben. Und wir konnten es ja nicht mitnehmen. Dann holen wir die halt jetzt. Gut, Freunde. Munition haben wir, denke ich, erstmal genug. So, hier vorne war das. So, hier, komm. Was hast du für uns hier, Kollege? Was ist das? Eine Blitzwaffe. Nochmal eine Prozentwaffe. Boah, schaut euch mal das an. Was ist... Boah. Okay. Das ist... Ach, das ist ja geil. Das ist eine Elektrowaffe, Freunde. Also wir verteilen im Prinzip Stromschläge damit. Ja, das ist natürlich richtig nice. Richtig nice, ja. Was wir hier alles kriegen. Das ist schon heftig, was wir hier alles an Prozentwaffen kriegen. Ne? Aber ich glaube, die Blitzwaffe kann ich die... Ja doch, die können wir gegen Zombies gut verwenden, glaube ich. Die werde ich auch drinnen lassen erstmal. Gleichzeitig mit dem Granatenwerfer und mit der ganzen Muni. Meine Güte, das ist ja schon ordentlich, was wir an Muni dafür haben. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei, bei Parasite Eve 2. Und genau, wie ihr vielleicht wisst, habe ich auch ein neues Kanalbanner hochgeladen. Das ist für meinen Kanal. Es sieht jetzt alles ein bisschen schicker aus und ein bisschen moderner. Maschinenkontrolltafel, da ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüsselloch, okay. Vielen Dank an dieser Stelle an den guten Taris. er hat nämlich den... ja, das Kanalbanner hat er ein paar Mußestunden gehabt. Talis. Und, genau, hat den im Prinzip für mich designt. Und, ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Schaut doch mal bei ihm vorbei. Er macht sehr gute Videos. Tatsächlich. Von daher lohnt sich das schon, da mal reinzugucken. Ganz genau. Vielen Dank nochmal. Sei auch an dieser Stelle mal gegrüßt. So, jetzt haben wir hier die ganzen Sachen mal eingesackt. Da sagt sie gar nichts zu den Helmen. Okay. Ah, wir bewegen uns tatsächlich Richtung Umbrella. So, okay. Die Frage... 30 Schuss. Die Frage ist jetzt natürlich... Was brauchen wir von dem ganzen Zeug? Na, was? Also, beide Prozentwaffen mitzunehmen. Weiß ich nicht, ob das so... ob das so eine gute Idee ist. Ich werde aber... die Kerosinpatronen mitnehmen, oder? Ja doch, nehmen die Brandmuni mit. Und vielleicht noch eine Heilung. Weil, falls ihr euch erinnert, mit Leon war das hier ganz schön nervig. Diese Zugfahrt, die da draußen kommt. Eine alte Schreibmaschine. Oh, das haben wir natürlich nicht. Hier die Musik in diesem Raum, die finde ich richtig cool. Hier ist der Terminplan des Managers notiert. Sieht nicht so aus, als wäre er in letzter Zeit mal benutzt worden. Aber warum muss man denn hier ein Schlüsselloch... einen Schlüssel reintun? Gut, Sherry, du wartest hier. Finde ich gut. Weil das hier machen wir lieber alleine. Ah, stimmt, hier ist das geile Bild. Was ist das denn hier? Okay. Eine Fabrikkarte. Ja, gut. Die Fabrik ist eigentlich komplett leer. Leerstehende Fabrik. Ja, oh! Ach!
Ach, guckt mal an, da ist noch ein Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Ah, ja, schon interessant, ne? Haben wir hier auch wieder die Muni? Tatsächlich? Wir haben hier wieder die Muni. Ja, alles klar. Dann, liebe Freunde, ich dachte, jetzt würden wir hier den Mond. Was ist denn das hier? What? Was ist das denn jetzt hier? Wow. Okay. Komplett neu. Ach krass, guckt euch das mal an. Da geht's runter mit dem Zug, ne? Aber hier ist auch noch mal was versteckt. Tatsächlich. Okay. Neuer Bereich noch mal. Rüste mal die 100% Waffe aus, bitte. Weil ich glaube... Da ist eine Kamera, Freunde. Was ist das hier? Ein Maschinenraum oder sowas. Ach, guck mal, da liegt der Schlüssel. Und da sind Kameras. Schalterschlüssel. Okay. Möchten Sie den Monitor einschalten? Ja, klar. Oh Gott. Nicht der schon wieder. Nicht der schon wieder. Ja, hi, du bist im Fernsehen. Boah. Boah, ey. Alter Schwede. Okay. Mr. X ist da. Wo bist du? Ich werde jetzt mit der Waffe auf ihn schießen. So, schieß einfach drauf, Claire. Aua. Schieß einfach da drauf mit der Prozentwaffe. Reicht das? Boah. Die Prozentwaffe hat nur 18 Schuss verbraucht. 18% verbraucht und wir haben Mr. X einmal umgelegt. Das ist natürlich schon... Das ist eine richtig geile Waffe, merke ich gerade. Also mit der werde ich jetzt nur noch rumlaufen. Und nochmal Säurepatronen. Mr. X ist nach wie vor hinter uns her, ey. Oh Mann, Freunde. Okay, aber... Da seht das mal wieder. Er hat uns einmal gehauen. Und schon sind wir im gelben Bereich. Was soll denn das, ey? Ja gut, okay. Puh. Machen wir einfach mal weiter. Wo ist die Musik hier? Geh bitte wieder hier hoch. Wo ist die Musik hier? Ah, sie ist da, okay. Sehr gut. Sherry, wir müssen wieder hier rein. Und ja, ich hab's mal gesehen, ne? 18% reicht, um einmal Mr. X umzuhauen. Ach, da kommt sie direkt auf uns zugerannt hier. Ist sie nicht süß? Ist sie nicht süß, Freunde? Gut. Ich bin langsam echt ein bisschen überrascht, wie viel Boni wir hier eigentlich haben. Ne? Guckt euch das mal an. Wir haben ja noch diese Blitzwaffe. Eine Heilung reicht auch erstmal. Ich glaube, das reicht so, wenn wir so... Ach, wartet mal. Das reicht noch nicht so, weil... Wir müssen uns ja noch einmal heilen. Stimmt. Dann mach das doch einfach mal. Schluck dieses Kraut. Wunderbar. Perfekt, Freunde. Ah, das läuft sehr gut, muss ich sagen. Das läuft sehr gut. So, den Schlüssel, den wir gerade gefunden haben, den können wir ja hier... Einsetzung. Bin ich mal gespannt, was passiert. Ach, ist das die Bahn da draußen? Ist das die Bahn da draußen oder ist der Zug jetzt da? Vielleicht. Kann das sein? Ist das so? Ist der Zug... Guckt mal, jetzt haben wir das schöne Bild mit dem Mond im Hintergrund. Ja, Freunde, da ist der Zug wieder. Cool. Jetzt können wir also quasi auch Leons Weg gehen. Alles klar, hier haben wir auch wieder nichts. F7.
Und ja, wir können jetzt wieder auf eine Bahntour gehen. Sherry, kommst du mit? Sherry? Hast du Angst? Du bist doch sonst immer so mutig. Ja, kann man schon verstehen. Dass die hier ein bisschen Angst hat. Oder wartet mal, nee, ich glaube, wir können direkt los hier. Einschaltknopf drücken. Ja, Freunde, das hat Leon schon für uns erledigt mit dem Schlüssel. Und wir fahren. Wow, Sherry, komm hoch hier. Alles klar. Dann fahren wir wieder ins Labor. Hm. Oh Mann, Freunde, da habe ich irgendwie Schiss vor. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie habe ich Schiss vor diesem scheiß Labor. Gut, wir fahren wieder runter. Alles klar, dann haben wir ja gleich aber schon einen Safe-Raum. Oh Gott, ja. Claire? What was that? Don't worry. Just wait here. I'll go and see what it was. Oh Mann. Tatsächlich, Freunde, wir müssen nochmal gegen William Birkin kämpfen hier und guckt mal. Ja, na klar, noch mehr Kerosinpatronen. Guckt mal, hier ist das Loch, wo Ada getroffen wurde. Falls ihr euch erinnert, in dem ersten Durchgang. Das ist ja krass. Okay, haben wir hier noch irgendwas in dem Führerhaus? Ich will ehrlich gesagt gar nicht da raus, aber ich glaube, wir müssen. Sherry, wir müssen dich alleine lassen. Es tut mir leid. Sicherheitstafel. In einem Notfall schaltet sich das rote Licht an und der Zugang von außen wird für eine begrenzte Zeit abgeriegelt. Ja, geh raus. Geh einfach raus. Sehen wir jetzt wieder William. Ja, wir können nicht mehr rein. Sehen wir jetzt wieder William Birkin. Oder was? Was ist das hier? Ach, da ist er wieder. Unser Freund. Och Gott. Oh, sieht der mittlerweile ekelhaft aus. Na, das ist ja nett. Das ist ja richtig nett jetzt. Okay. Vier Arme. Oh Gott. Okay. Baller einfach da drauf, Claire. Dann baller einfach da drauf. Die Prozentwaffe ist schon der Hammer. Okay. Oh Gott. Einschlag. Oh Gott, wir haben nur eine Heilung. Einschlag von dem Typen und wir sind schon erledigt. Beziehungsweise im gelben Bereich. So, baller weiter drauf da. Wow. Wow. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das ist schon eine dumme Hertha jetzt, ja. Erst bei Leon. Wow. Okay, was macht er jetzt? Da ist er. Okay, und schießt da drauf da. Er lebt noch. Alter Schwede. Wow. Er springt hier rum. Baller weiter drauf. Die bringt ja gar nichts gegen ihn. Ach du Heilige. Ja, so werden wir auch die Muni los, ne? Wow. Okay. Baller weiter. Aua. Toll. Jetzt nicht euer... Scheiße, ist nicht euer Ernst. Ach du Scheiße, wir haben Grafikbugs. Wir sind tot. Verdammt. Okay, das war William. Mit Grafikbugs. Scheiße. Oh Gott, unser erster Tod mit Claire. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder. Oh Mann. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. ja. Ich habe es genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ich habe wieder nur eine Heilung mitgenommen. Mache das jetzt aber mit dem Granatenwerfer. Weil die Prozentwaffe scheint gegen den William nichts zu bringen. Tatsächlich. Und genau, da bist du wieder, William. Ja, ich... verdammte Scheiße, ey. Der ist ja heftiger, als ich dachte. Also wenn der einmal, dreimal haut... Dann
Dann ist Ende Gesende. Okay. So, ich habe jetzt einfach hier die Flammenpatronen. Okay, und lauf einfach. Puh, 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 puh. Lauf einfach, ey. Alter. Wo kommt er denn jetzt hierher? Oh, Gott sei Dank. Nicht getroffen, Kollege. Okay, weiter geht's. Das ist anspruchsvoller. Weich doch zurück. Okay, okay. Viermal, das reicht. Viermal ist orange. Scheiße. Da brauchen wir schon unsere Heilung. Oh. Boah, dieser Kampf ist heftiger als bei Leon. Oh, viel heftiger, dieser Kampf. Schieß doch mal. Schieß weiter drauf. Okay. Er haut ab, oder was? Ah, Gott sei Dank, Freunde. Ach, er haut ab. Okay. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, wir haben keine Heilung mehr. Wir haben nur noch Munition dabei. Puh, ich hab das mal gesehen, ne? Der William, der war schon ein bisschen eine härtere Nummer als bei Leon. Und, genau, da haben wir tatsächlich einiges von der Brandmuni gebraucht. Aber, und eine Heilung. Aber wir haben es diesmal nicht verkackt. Und das ist die Hauptsache. So, dann geh bitte wieder hier rein. Los. Sherry, komm. Bist du okay? Achtung, der Motor wurde wegen Überhitzung gestoppt. Isn't this? That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Wait here for me, okay? I'm going back to look for your mom. Thanks, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry. Ach, ist die süß. Ist die süß. Ja, tatsächlich. Ja, hier haben wir's. Oh, Claire hat sich umgezogen. Guckt mal. Claire hat ihre Jacke für Sherry gegeben, weil ihr kalt ist. Oder ihre Weste, ja, genau. Ach, cool. Ja, hier bestätigt sich das auch nochmal, was ihr vermutet hattet, dass ihre Eltern ziemliche Arbeitstiere waren. Hier hat sie es ja auch selber nochmal gesagt. Gut, Freunde, ja, das war der Kampf gegen William im Prinzip. Wir haben es geschafft zum Glück und müssen jetzt ohne Heilung gucken, weil das hier draußen, das ist definitiv nicht das Labor. Wir sind irgendwo festgesteckt. Alles klar, Freunde. Dann würde ich aber mal sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Ich sehe jetzt gerne weiter den Kanal. Und wenn ihr irgendwie privat mal Bock habt, ein bisschen mit mir zu quatschen oder so, kommt gerne auf meinen Discord. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.